Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch die Summertime Face and Body Lotion von Martina Gebhardt Naturkosmetik genauer vorstellen. Das ist eine Demeter zertifizierte Naturkosmetikmarke und diese Lotion ist einfach genial. Das ist eine Gesichts- und Body Lotion mit einem Lichtschutzfaktor 6 und ich werde die jetzt in mein Gesicht auftragen, dass ihr die Konsistenz genau sieht und auch sieht, was für eine Farbe sie hat. Ich bin Nadia Python, Kosmetik-Expertin bei Inhaltsstoff und Naturkosmetik. Abonniere sehr gerne meinen Kanal, wenn dich Hautpflege und natürliche Produkte und Inhaltsstoffe interessieren, würde mich sehr freuen. Also fangen wir doch an. Ich zeige euch jetzt mal auf meiner Hand, wie das aussieht. Das ist leicht bräunlich, das hat den Grund, weil das da rote Mineralerde enthalten ist. Ich zeige euch gerade, wie das aussieht. Das ist so, das ist rote Mineralerde. Man nennt es auch Tonerde. Das ist aus reinen Mineralien gewonnen. Hier seht ihr es nochmals. Und es passt sich wirklich perfekt auf der Haut an. Der Lichtschutzfaktor 6 wird aus der roten Mineralerde und dem Kurkuminöl, also entsteht durch die rote Mineralerde und das Kurkuminöl. Und man spürt ganz leicht die rote Mineralerde, aber wirklich nur, also minimal, würde ich jetzt mal sagen. Also ich merke schon gar nicht mehr, weil ich die wirklich sehr oft nutze, vor allem eben am teuren Tag. Zum Beispiel, wenn man spazieren geht. Ich muss dazu sagen, ich habe sie aber auch im Indischen Ozean getestet. Also natürlich haben mich alle ausgelacht, was ich mit einem Lichtschutzfaktor 6 möchte. Aber ich muss sagen, also ich habe mich unglaublicherweise nicht verbrannt, weil man wird durch diese ganzen Lichtschutzfaktor 6, übrigens bei Naturkosmetik, also solchen Produkten, die wirklich zum Beispiel kein Zinkoxid enthält, da darf man auch nicht mehr angeben als ein Lichtschutzfaktor 6. Also es kann auch sein, dass sie vielleicht sogar einen höheren Lichtschutzfaktor hat, aber das ist jetzt halt einfach ein Lichtschutzfaktor 6. Aber das wird auch häufig unterschätzt. So, ich hoffe, ihr habt das gesehen, wie das aussieht. Also es ist wirklich, also auch auf der Haut sehr angenehm. Es riecht nach Lemongrass, es hat ätherisches Lemongrasöl drin. Ich zeige es euch hier nochmals an meinem Arm. Es verteilt sich super gut. So, gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich verlinke euch gerne hier oben und unten ein Video zum Thema Lichtschutz, eure häufig gestellten Fragen. Da wird auch noch genauer erklärt, was es mit diesem ganzen Lichtschutz auf sich hat, mit den UVA und UVB-Strahlen. Unbedingt reinschauen und dann bis zum nächsten Mal. Eure Nadia. Ciao, ciao.